Hat Essen eigentlich einen Flughafen? Okay. Der folgende Text heißt schon, der Weg ist zu viel. Immer wenn ich mich zwecks Antritt einer Reise dem Flughafen nähere, fühle ich mich wie Martha die Mastsau auf dem Weg zur Rügenwalder Fleischmühle. Zitat aus der gesammelten Online-Weisheit der Menschheit. Die Symptome der Aviophobie treten kurz vor dem Fliegen oder im Flugzeug auf, ach was, und umfassen Schweiß, nasse Hände, Herzrasen, flache Atmung, Magen- und Darmkrämpfe, Schwindel, Kopfschmerzen und Übelkeit. Generell tritt bei Betroffenen eine allgemeine Panik auf, die den ganzen Körper zu lähmen scheint. Zu deutsch, ich habe Flugangst. Zu noch deutscher, ich habe Schiss vom Fliegen. Oder wie ein befreundeter Pole einmal fragte, warum hast du so große Fliegenschiss? Für mich jedenfalls enthält der Ausspruch, nur Fliegen ist schöner, ungefähr die gleiche Aussage wie nur Fadenwürmer schmecken besser. Oder nur in Eberswalde ist mehr los. Da hilft es mir auch wenig, dass selbst der Dalai Lama unter heftiger Flugangst leiden soll, Reinkarnation hin oder her. Genauso wenig helfen mir Bücher wie Warum sie oben leiden oder Endlich fliegen ohne Angst. Letzteres übrigens vom gleichen Autor wie Endlich Nichtraucher, das bei mir auch nie Wirkung gezeigt hat. Spätestens vor dem Fliegen mit Angst bin ich auch immer endlich wieder Raucher geworden. Denn kurz vor dem Fliegen oder im Flugzeug schwankt der passionierte Aviophobiker zwischen zwei Verhaltensextremen. Erstens die penible Beobachtung und Verfolgung sämtlicher Fluggeräusche, Borddurchsagen, Wetterphänomene, Vogelschwärme, barttragende Mitpassagiere mit Hakennasen und an Bord betriebenen Elektrogeräte. Von einfach allem, was die sichere Katastrophe ankündigt. Wie also auch zu junge, zu alte, zu große, zu kleine, zu dicke oder zu hübsche Piloten. Und die gefährliche Nähe der Hochsteckfrisur der Chefstewardess zu den Deckenschaltern im Cockpit, wenn sie dem Piloten ein Getränk bringt. Und was, bitte, trinkt der da überhaupt? Das zweite Extrem ist die Ablenkung durch jede noch so sinnlose Beschäftigung, wozu nebst dem endlich Rauchen auf der Toilette auch das Verzehren von vollsynthetischen Flugmahlzeiten und das Trinken von Tomatensaft zählt. Oder woher kommt es bitte, dass man nie, aber auch niemals auf Gottes fester Erde, auf der zu wandeln wir Menschen erschaffen wurden, erlebt, dass jemand irgendwo einen Tomatensaft bitte bestellt, dass aber spätestens jeder Vierte an Bord einer dieser titanenden Flugmaschinen des Satans das tut? Die zwei häufigsten Sätze in diesen geflügelten Metallzigarren sind Entschuldigung, das ist mein Sitz und einen Tomatensaft bitte. Und ich bin mir sicher, dass man an der Bestellung dieses menstrualoptischen Getränkes die anderen Aviophobiker zu noch deutscher Flugschisser erkennen kann. Auch ich trinke ausschließlich in Flugzeugen Tomatensaft. Mit festem Boden unter den Füßen finde ich selbst Fadenwürmer schmecken besser. Aber was tut man nicht alles? Ich beginne mit Aviophobiker-Strategie Nummer 1 der peniblen Beobachtung schon im Terminal. Wo ist die Kiste? Nein. Nicht die Hasenkiste mit den Propellern da vorne. Warum fährt man uns mit einem Bus über das Rollfeld? Will man nicht, dass irgendjemand den verrosteten Vogel schon vom Terminal aussehen kann? Und deswegen anfängt im Boarding-Bereich Panikhäufchen durch den Raum zu verteilen wie eine Kohlmeise, die nicht mehr aus der Turnhalle findet? Oder kann der Pilot etwa nicht ordentlich einparken? Am Ende eine Frau am Knüppel? Von meinen Händen läuft Salzwasser, als hätte ich gerade mit ihnen ein Meer geteilt. Was für eine Maschine ist es denn heute? Ein Airbus 320? Berührt im Steigflug wie ein frisiertes 50-Kubik-Moped. Da weiß man wenigstens, dass alles noch tut, wenn es brummt. Eine Fokker 100? Da hört man gar nichts. Schnurrt wie ein glückliches Meerschweinchen. Ständig lausche ich in der F100 angestrengt, ob da überhaupt noch irgendwas läuft. Beobachte umso angestrengter die Tragflächen und Triebwerke. Je weniger ich höre, leckt da Treibstoff. Ist das normal, dass die Klappe da wackelt? Eine Boeing 777, ganz schlecht. Weiß doch jedes Kind, dass deren 340 Tonnen bei der Landung viel zu wenig Räder zur Verfügung stehen und man deswegen in Paris schon die Rollfelder verstärken musste. Und wer glaubt überhaupt noch, dass Flugzeuge aus Amerika irgendwas außer Bomben transportieren können? Sei es nun am Bauchen als Export oder im Bauchen als Import. Vielleicht bringen sie mich ja wieder zurück zum Terminal, wenn ich den dicken Kindern der amerikanischen Familie neben mir im Bus ein bisschen von meinem Kampf für den wahren Glauben erzähle und sie laut als fette, ungläubige Schweinespeckmaden beschimpfe. Aber in den Knast will ich auch nicht, denn Klaustrophobie habe ich auch und deswegen lande ich doch an Bord. Es ist ein Airbus der Lauda Air. Im Bordblättchen, das kann man nachschlagen, stolpere ich über die Namen von Lauda Airs Maschinen. Die, in der ich sitze, muss da ein A320, entweder Ray Charles
oder Frida Kahlo sein. Die Wahl zwischen Blindflug und lebenslangem Schmerz. Schön, das macht Mut. Ich verspüre Stuhldrang. Könnte ich bitte doch in eine der Boeings des Hauses umsteigen? Da gäbe es unter anderem Falco, Frank Zappa, Freddie Mercury oder Kurt Cobain. Na gut, wenn ich die Modelle meines zukünftigen Automobilimperiums eben James Dean, Grace Kelly und Princess Di. Die Maschine rollt an, wir starten gleich, ich werde sterben, danke. Und als nächstes, lass uns ausdrücken. Ich bin ein bisschen durcheinander gekommen jetzt gerade.